Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Grusel mit mir, dem Sebastian. Ja, nicht Freitag, sondern heute Samstag, aber besser später als nie. Ich hoffe, ihr seid gestern schön ins Wochenende gestartet und heute auch schön im Wochenende aufgewacht. Und ja, Let's Grusel. Endlich geht's jetzt mal los nach zahlreichen Verschiebungen und der Killer Games Player hatte sich nämlich in dem Vorstellungsvideo das Spiel Witch gewünscht und da dachte ich mir mal, guckst du dir einfach mal an. Und ja, ich habe es mir angeguckt. Ich war nicht begeistert. Ich bin von keinem Horrorspiel begeistert. Aber ich dachte mir mal, das kannst du eigentlich wohl ganz gut spielen. Und ja, here we go, Witch. Und ja, Sinn des Spiels ist es soweit. Ich weiß, dass wir hier in so einem Haus gefangen sind. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir rauskommen. Und ich höre gerade mein Herz. Ich will mein Herz nicht hören. Ach, leck mich doch mal am Arsch, ey. Oh Mann. Ich habe jetzt. Oh, da kommt ein Schlüssel. Ich habe jetzt echt lang versucht, mich zu drücken vor Let's Grusel. Weil ich einfach tierisch Schiss habe. Ich habe so Schiss, wenn ich mich gleich erschrecke, dann schreie ich hier wieder das ganze Haus zusammen und. Oh, eklig, ey. Ey, das ist echt eklig. Jetzt hör auf, mit deinem hässlichen Herz hier zu schlagen. Mein Gott, stell das ab. Alter Vater, kann doch nicht wahr sein. Da schlägt er einfach so mit seinem Herz. Ist doch alles ganz easy hier. Guck mal, wir sind hier nur so ganz alleine in so einem verlassenen Haus und haben null Ahnung, was wir machen müssen und müssen Schlüssel suchen, damit wir eventuell aus diesem Haus rauskommen, ohne getötet oder erschreckt zu werden. So. Jawohl, jetzt habe ich das Ding da aufgeschlossen. Wunderschön, jetzt bin ich auf dem Pisspot. Jetzt bin ich auf der Toilette. Nein, nein, ey. Das kann doch nicht ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Jetzt wollte ich diesen wunderschönen Schlüssel da aufnehmen. Und jetzt ist der da reingefallen, oder was? Am Arsch. Ich will das Ding auseinander machen neben mir. Komm gleich mit dem Vorschlaghammer hier, pass auf. Das Ding mache ich mal auf hier. Schön die Toilette aufmachen. Was sind da denn? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann in der Aufnahme, aber das sieht so aus. Als ob da irgendwas hängt. Ist auch egal. Uhu. Schnuggiputzi. Oh, ist das süß. Ein Herz. Oh, oh, ein Herz. Kann ich da raus? Nein. Herzi lässt mich nicht nach draußen gehen. Egal, aber ich möchte natürlich hier im Haus bleiben, ne? Weil mein Schatzi hier, Herzchen, Herzi-Schatzi, natürlich will, dass ich drin bleibe. Alter, leck mich am Arsch. Wie lange nehme ich schon auf? 3 Minuten, 7 Sekunden. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich noch auch noch hier ein paar Minuten stehen bleiben, ne? Damit ich nicht so viel aufnehmen muss. Oh nein, ich will nicht. Kann ich da rein? Ah, das ist gar keine Tür. Das ist auch schön. Ich will da rein und da ist gar keine Tür. 1, 2, 3. Ne, warte, 1, 2. Kopf. 3. Wand. Okay. Dann gehen wir aber mal in 1 rein. Das war wahrscheinlich der Schlüssel. Für Nummer 1. Und was hätten wir denn da so? Da ist ein Schrank, den mache ich noch nicht auf. Was steht denn da? Okay. Versucht jetzt mal bitte das linke Zeichen für mich zu deuten. Nein, ich sag jetzt nicht, was ich denke. Nein, okay. Also so ein komisches Zeichen plus Schlüssel gleich Tür auf. Aber das ist ungleich. Gleich Schlüssel plus 2 von diesen komischen Zeichen. Oh, eine Gleichung. Hoho. Mathematik lässt grüßen. Ich hasse Mathe. Okay, also dieses Zeichen plus dieses Zeichen ist gleich Tür auf. Aber das heißt nicht, dass man, also das ist ungleich, also das heißt nicht, dass man mit dem Schlüssel und 2 von diesen Dingern die Tür aufkriegt. Das heißt, ich brauche nur ein so ein Ding und einen Schlüssel. Das gehe ich jetzt mal so stark von aus. Kann ich die Tür irgendwie wieder zumachen? Weil ich habe so das böse Gefühl, dass da gleich irgendjemand hinter mir steht. Irgend so ein Mongo. Die Tür kriege ich nicht auf. 2 kriege ich nicht auf. 3 kriege ich nicht auf. Am Arsch. Ja, was soll ich jetzt hier machen?
Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Aber ich verstehe das nicht. Okay, nochmal, warte mal. Ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel. Aber ich verstehe das Rätsel nicht. Das ist doch jetzt scheiße. Sonnending plus ein Schlüssel ist gleich Tür auf. Das sieht total aus wie der Kopf. Weißt du? Das Ding, der sieht total aus wie der. Wie der Kopf von dem Ding da, weißt du? Da, Seriously, man, you gotta be kidding me right now. Ich gehe mal nochmal die Treppen runter. Wahrscheinlich steht da jetzt irgendjemand. Und will mich erschrecken. Irgendeine Nutte will mich jetzt erschrecken. Ich kann auch nichts mehr klicken, im Klo liegt auch nichts. Was ist denn da unten? Mach weg! Mach weg! Mach weg. Da irgendwas? Natürlich nicht. Ich meine, ich will jetzt ja echt nicht irgendwie mich jetzt dumm stellen oder so. Ich möchte ja auch irgendwie rauskommen und das weiterspielen, aber ich weiß beim besten Willen nicht wie. Nee, egal. Lass doch mal nach oben gehen. Und, vielleicht fällt uns hier einfach irgendein Schlüssel entgegen. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht liegt da oben was. Kann ich springen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht kann ich da irgendwie raus? Kann ich das irgendwie verändern, die Zeichnung? Natürlich nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, hört auf, draußen zu arbeiten, mein Gott. Doofen Arbeiter. Ja, hier im Nachbarsgarten von uns, der wird neu gemacht. Also richtig mit schwerem Gerät und allem. Und da tuckern die jetzt gerade mit ihren Baggern lang. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich echt hier verwirrt. Das wird doch wohl ein Schlüssel sein, oder? Also, das sieht doch aus wie ein Schlüssel, okay. Aber ich habe keinen Schlüssel mehr, das ist ja schon mal genial. Weißt du, ich brauche einen Schlüssel, aber ich habe keinen Schlüssel. Hier ist aber nichts mehr. Ich meine, jetzt nimmt mir das echt nicht übel, aber ich verstehe das nicht. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Jetzt mal ganz ehrlich, Killer Games Player. Wieso stellst du mir so ein intellektuell aufwendiges und echt schlimmes Spiel zur Seite? Oder wieso schlägst du mir das vor? Ich habe doch null Ahnung von dem Game hier. Ist ungleich gleich Schlüssel plus 2 Dreieckkreise, nennen wir sie mal so. Oder auch Peter. Wir können sie auch Peter nennen, das ist mir auch egal. Lass mich rein. Vielleicht ist da irgendwas auf dem Boden. Ich komme da aber nirgends voran. Also ich brauche noch irgendwo einen Schlüssel. Ich komme da gar nicht dran vorbei. Ich muss irgendwo noch einen Schlüssel haben. Weil anders komme ich doch nicht weiter. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit total Schiss, dass da jetzt irgendwo so ein Schreckmoment ausgelöst wird. Was ist denn das da? Ist das eine Wand oder ist das so ein... Keine Ahnung, ist auf jeden Fall heller als woanders. Warum wird das jetzt so dunkel? Oh Gott, ich dachte schon, das wird jetzt dunkler als sonst. Dann hätte ich jetzt hier aber so leicht
Anfälle gekriegt. Ich kann da nichts klicken. Nicht mal mehr auf der Toilette. Ich kann nichts klicken. Was hat das da? Geh weg. Geh weg. Sag mal, ihr wollt mich doch jetzt alle vor Quarks eiern, oder? Da ist doch nirgends sowas. Da ist nix. Ich komme nicht weiter. Jetzt rechte Maustaste, damit begebe ich mich in Scheißposition. Ja, das habe ich jetzt kapiert, aber. Nee, es tut mir jetzt echt leid, Leute, aber. Exit. Ja! Nein. Am Arsch. Ich komme nicht raus. Oh, Menno. Ich war jetzt aber eigentlich fest davon überzeugt, dass das der Ausgang ist. Aber ich meine, da hinten steht Exit. Dann wird das wohl der Ausgang sein. Aber. Ja, es tut mir jetzt leid, Leute. Aber. Ich werde diese Aufnahme jetzt hier mal unterbrechen. Und. Werd mal ganz kurz gucken, wie es weitergeht. Nur ganz kurz. Nur einen ganz kleinen Blick. Bis gleich. Ja, moin Leute, zurück. Ich habe mir jetzt gerade eine kurze Pause gegönnt, einmal kurz drüber geguckt, was wir denn jetzt überhaupt machen sollen. Und ich habe wirklich nur zwei Sachen erfahren. Danach habe ich sofort ausgemacht wieder. Und zwar erstens, Entschuldigung, die erste Erkenntnis für heute lautet, dass ich total blind bin, ne? Dass ich blind, dämlich, dumm und höchstwahrscheinlich, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hängt da oben Schlüssel. Und die zweite Erkenntnis ist, dass es logisch eine Gleichung ist, aber dass dieses Ding da bedeutet eine Person. Das heißt, eine Person und ein Schlüssel gleich Tür auf. Aber eine Person, ein Schlüssel und zwei Personen heißt, dass die Tür nicht aufgeht. So, und mit der Tür ist wahrscheinlich der Exit da unten gemeint und der Notausgang, den wir da unten geöffnet haben. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen zweiten Schlüssel. Und mal gucken, was wir damit jetzt öffnen. Die Tür 2 oder kann ich damit auch irgendeinen anderen Raum öffnen? Ich weiß nicht. Ich öffne einfach mal das zweite Ding jetzt hier. Das ist doch... Tür 2 ist immer gut. Auf jeden Fall passt das Ding jetzt hier. Ich meine, ich will jetzt ja nicht... Nichts sagen, aber da steht eine Person ohne Kopf und mit einem Loch in der Brust. Oh, sie hat einen Schlüssel. Komm, gib her. Junge am Arsch, gib den Schlüssel her. Was bist du denn für ein hässliches? Fick dich, ohne Scheiß. Schlüssel gleich. Kreis oder Herz? Ah, warte mal, das Zeichen habe ich doch schon mal gesehen. Das andere, das da. Hallo Zeichen. Okay, entweder... Dass da also den Schlüssel gibt. Alter, rück mir nicht so auf die Pelle. Willst du mich vereiern? Auf einmal steht hier neben mir die Frau. What? Komm nicht noch näher. Bleib mal ganz ruhig hier. What the fuck? Oh, ich hab Angst, Junge. Ich hab echt Angst. Kann ich auch durch durchgehen? Das war ein Ja. Okay. Ein eindeutiges Ja. Ja, sie ist weg, bam. Junge, was ist da los? Sie ist weg. Ja, und was anderes, was ich auch noch gelernt habe, ist, dass man jeden Raum ganz, ganz gut durchsuchen muss, falls man irgendwas findet. Also, es kann überall sein... Die Frau ist weg. Schön. Also, es kann sein, dass man wirklich überall irgendwas findet. Aber ich glaube... Ist da unten was? Ich kann da nichts nehmen. Ja, sicher, mein Junge, da ist was. So ein Brecheisen ist das. Ich habe eine Idee. Ist noch irgendwas hier? Ne? Ne. Ich habe eine Idee. Hahaha. Ha, ha. Das kriege ich nicht auf und das kriege ich auch nicht auf. Wow.
Hallo? Die hat da ohne Scheiß, die hat da kein Herz drin. Oh, die hat da kein Herz drin. Die hat da absolut kein Herz drin. Ist doch echt verarsche. Ich sehe das nicht ein, dass so eine Frau ohne Herz irgendwie. Sie folgt mir. Naja, auf jeden Fall meine ich jetzt zu glauben, das ist eine tolle Aussage, dass ich das Ding jetzt kaputt machen kann. Jawohl. Wunderschön. Ja, Frau ist alles klar. Kann ich wieder durch dich durchgehen? Dann bist du wieder weg. Das ist gut, weil du gehst mir nämlich ziemlich auf den Piss gerade. Jetzt haben wir den Raum. Jetzt haben wir den Raum zu dritten Schlüssel, ja? Nein, jetzt haben wir den Schlüssel zum dritten Raum, so. Und kann man sprinten? Nein, natürlich nicht. Die Frau steht da wieder, jetzt hat die mich wieder gesehen, jetzt verfolgt die mich wieder. So, was haben wir hier alles? Da dreht man sich nichts an, um und auf einmal steht die Frau hinter einem. Halleluja. Okay. Das meine ich mit Erschrecken, ja? Am Arsch. Schlüssel. Was war's für ein Schlüssel? Ach, für den Kopf. Na, was ist das? Okay, das ist so eine Engine. Engine, also die Credits. Jetzt habe ich den Schlüssel für den Kopf. Pass auf. Ist das ein Kopf? Das ist ein Kopf, oder? Das ist ein Kopf. Ist mit Sicherheit ein Kopf. Schließen wir das Ding mal auf. Ja, wo ist jetzt der Kopf? Die Witch? Wo ist die? Die ist weg jetzt, ist egal. Was ist das da? Oh. Da ist ein Kopf. Der Kopf liegt im Klo. Und die Witch steht da. Ja gut, ja dann nimm dir doch einfach mal deinen Kopf. Ne? Komm, ab geht's. Take your head, man. Eklig. Jetzt nimmt die sich ihren Kopf auf Toilette. Von der Toilette. Und setzt sich den auf, ey. Ich kann nicht mehr. Was war? Oh, dann siehst du gleich viel heißer aus mit dem Kopf. Und dem Herzloch. Du kommst da aber nicht raus, Fräulein. Hä? Ja. Ich will da nämlich raus. Ach, warte mal. Warte mal. Eine Person plus Schlüssel ist gleich Tür auf. Jetzt sind wir aber zwei Personen, kann das? Jetzt sind wir zwei Personen. Ach du Scheiße, die hat ein Messer. Die hat ein Messer. Lass mich raus. Lass mich doch raus. Lass mich raus. Junge, ganz ruhig. Ganz, nicht. Haha, da hast du nicht getroffen, was? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ja? Damit hast du nicht gerechnet, dass ich die ausweiche. Dass ich die ausweiche. Komm, ich kann dir ausweichen. Oh mein Gott. Oh, jetzt hat die mich gleich. Wir spielen Reise um Jerusalem. Ach, nach Jerusalem. Und der Richtungswechsel. Noch eine Runde und jetzt rückwärts. Jetzt was? Okay, jetzt, ich glaube, der. Oh, au. Au. Jetzt bin ich ja tot. Junger am Arsch, jetzt bin ich wirklich tot. Ich bin tot. Ist ja gut, ich bin tot. Alter, nochmal. Au. Du's jetzt mal? Nochmal? Nee. Okay, jetzt kannst du nach draußen gehen. Wie, junger Marsch, ist das Ding vorbei oder wie? Ja, da das Spiel jetzt ja doch ziemlich abrupt geendet hat und ich halt darauf eigentlich nicht vorbereitet war, dass sich das Spiel jetzt beendet, wenn, ja, wenn es zu Ende ist. Ja, das macht schon wieder sehr viel Sinn. Nein, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Das Spiel war eigentlich echt ein ganz cooles Spiel. War jetzt nicht zu gruselig, war jetzt aber auch nicht zu ungruselig, wenn ich das mal so sagen kann. Und mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für den Vorschlag. Und ich habe das auch nochmal kurz weitergespielt, weil ich mir auch gedacht habe, komm, das kann ja irgendwie nicht sein, dass es nur im Prinzip das schlechte Ende gibt.
Und ja, man muss wahrscheinlich, um das gute Ende zu erfahren, also um da rauszukommen, muss man der Hexe oder der Frau anscheinend nicht ihren Kopf geben, sondern ihr Herz. Und das Herz, das, was da unten in dieser Abstellkammer höchstwahrscheinlich ist, in der Küche. Und da habe ich das irgendwie versucht, aber ich habe einfach nicht den Schlüssel gefunden zu der Abstellkammer. Und dann habe ich es jetzt irgendwann auch aufgegeben. Das nur so als kleine Info für das andere Ende. Und mehr kleinere Details verrate ich jetzt auch gar nicht. Das könnt ihr einfach mal selber spielen. Also es macht auf jeden Fall echt Spaß, das Game. Und ja, gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte? Nein, gibt's nicht. Ich hoffe, ihr könnt jetzt damit leben, dass ich das jetzt ein bisschen abrupt alles geendet hat. Aber nun ja, das erste Mal ist halt immer ein bisschen komisch. Ja, also ich meine, das ist natürlich auf Let's Grusel bezogen. Das ist natürlich klar. Nein, der erste Part, jetzt alles ein bisschen durcheinander. Aber ich hoffe, ihr konntet damit leben. Und dann sehen wir uns hoffentlich allerspätestens nächste Woche wieder. In dem zweiten Part von Let's Grusel, der dann auf jeden Fall auch flüssiger laufen wird. Und indem ich dann mal irgendein anderes Spiel spiele. Ihr könnt immer noch Vorschläge posten. Also ihr könnt immer noch Vorschläge in die Kommentare schreiben. Das wäre echt cool, weil dann freue ich mich natürlich auch drüber, wenn ihr mir neue Spiele vorschlägt. Es ist schon wieder nicht meine Zeit heute. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche dann noch, falls wir uns nicht mehr sehen in irgendeinem Video. Und dann macht's gut, haut rein, bis